Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Anto auf diesem Kanal. Lange ist es her, dass wir ein Video bekommen haben, aber jetzt ist es wieder nun soweit. Wir sind gerade hier bei Crispies in Zehlendorf. Sorry für dieses Intro. Aber ja, wir dachten, wir nehmen euch einfach mit durch unser Wochenende. Jetzt lasst uns erstmal das Essen schmecken und wir hören uns dann später. Wirklich heiß, ne? War noch nicht kälter. A lot of niggas don't like what I ain't even did. So Leute, also für heute steht nicht mal so viel an, wie wir es geplant hatten. Also wir gehen jetzt noch ein bisschen einkaufen auf locker. Heute mal mit dem Fahrrad unterwegs. Vielleicht machen wir heute so einen Snacky-Abend. Gucken wir einen Film oder sonst irgendwas. Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. So Leute, wir sind jetzt hier wieder zu Hause angekommen, haben den Einkauf gemacht. Chiara hat was Schönes vorbereitet heute Abend. Wisst ihr, wie gesagt, heute wird ein Snacky-Abend. Aber ich zeige erstmal, was sie gezaubert hat. Hier haben wir was? Weinkraumkäse, Oliven. Wow! Wow! Wow, dazu passend den Wein mit Eiswürfeln, schön gekühlt. Da hinten hat sie Melone, Chips, Bruschetta, Gurken, Salzstangen, Salami. So Leute, guten Morgen. Gestern Abend haben wir nicht sehr viel gefilmt. Wir haben nur noch Germany's Next Topmodel geguckt. Und das Drama ein bisschen war, gestern war wirklich gut. Alle haben geliefert. Wirklich stark. Ich weiß nicht, ob ihr das guckt, aber kann ich so jedem empfehlen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon auf dem Bein, denn wir müssen jetzt gleich zu einem Termin. Um 11 Uhr ist es gerade, um 10 Uhr. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Danach wollen wir vielleicht noch in den Zoo. Und deswegen, wir nehmen euch einfach mit und bis dann. Espanol! Das ist perfekt italienisch. So Leute, wir waren jetzt beim Termin gewesen, alles gut gelaufen, jetzt holen wir Chiara noch mal was zu anziehen, weil ihr ist kalt und sie hat heute noch ein Kleid an und später hat sich der Plan noch mal geändert. Oh. Ey, musst du das jetzt hier essen? Sorry. Auf jeden Fall, der Plan hat sich geändert. Ja, so eventuell. Wir werden nachher zum Unionsspiel gehen. Und ja, wir sehen uns dann später. Leute, wir sind jetzt hier am Schalter angekommen. Alles nochmal rechtzeitig geschafft. Keks, hier müssen wir lang. Jetzt werden wir uns nochmal ein paar Fanartikel holen. Ihr wisst doch, damit der Vibe auch rüberkommt. Und ja, dann sehen wir uns doch mal, wenn wir im Stadion sind. Ich hätte bitte gerne ein großes Bier. Thank you.
nur noch den Torwart vor sich. Er macht es. Nein. Geil, weiter, weiter geht's. Weiter. Wir holen uns jetzt also was zu essen, was zu trinken, obwohl wir hier noch einen Liter haben. Aber ja. Ja, Junge, wir sehen uns später. Wir sind ja auf jeden Fall ruhig, aber ich weiß gar nicht, ob ich es aufgenommen habe. Aber es steht jetzt 2-1. Bochum hat jetzt den Anschlusstreffer gemacht. Aber ja, unverdient, unverdient, wirklich. Keine Aktion, aber man muss die Chance nutzen. Guck mal, was die Stimmung hier macht. Egal wie viel noch, 2-1, alles safe, alles safe. Leverkusen liegt auch hinten, liegt vorne, Augsburg verliert, es läuft alles. Nur Hertha ist gerade am Gewinn, aber egal. So Leute, ist jetzt wahrscheinlich für euch ein bisschen abrupt hier, aber leider sind die Akkus ausgegangen. Und ich konnte nicht mal filmen, deswegen habe ich jetzt, was das Spiel angeht, nicht so filmen können oder was danach passiert ist. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen ausruhen, bis dann erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt sitzen wir auf jeden Fall am Frühstückstisch. Lasst uns schmecken. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, uns fertig zu machen und dann wollen wir erstmal in die Stadt gehen. Beziehungsweise wollen wir da zu einem Flohmarkt und so für den Vibe, ihr wisst doch, vielleicht ist ja auch irgendwas, oh mein Gott, was ist ein Pickel.
muss gleich die Haut eincremen. An der Stelle wichtig, eincremen muss. Und ja, na, dann wollen wir gucken, ob es da vielleicht irgendwas gibt. So, und dann, ja, singen wir, sehen uns dann auf dem Flohmarkt. So, Leute, wir sind jetzt hier am Flohmarkt angekommen. Ich dachte, wir nehmen euch jetzt einfach ein bisschen mit und zeigen, was es so gibt. Deswegen, let's go, komm mal mit. Und wir sind auch, wir wissen noch nicht so ganz, was es hier überhaupt gibt. Deswegen, erstmal selbst reinkommen. So sieht es hier erstmal aus. Und da hinten waren jetzt auch nochmal zwei Stände. Aber, ja, ist ein bisschen cool heute. Aber ich bin gespannt. Ich küsse doch dein Herz. So, alle bitte, nächste bitte. Meiner. Ja, jetzt sind wir hier fertig. Mit dem Flohmarkt sind wir zurückgegangen. Insgesamt waren wir jetzt ca. 4 Stunden da. Der war wirklich groß. War gut viel los. Hier nochmal im Hintergrund zu sehen. Auf jeden Fall, es gab so 7 Reihen insgesamt. So und halt voll in die Länge gezogen. Jetzt gehen wir vielleicht noch einen Kaffee was trinken oder Pfeife rauchen, keine Ahnung. Deswegen gucken, seid gespannt. Und ja. So Leute, jetzt sind wir hier an dieser einen Bar am Hauptbahnhof da in der Nähe. Trink noch mal ein paar Cocktails und lass uns die Pommes hier schmecken. Beam up, a lot of niggas don't like me. For what? I ain't even did shit. Make this bitch take dick to the head. I ain't even hit yet.